Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Ja, wir sind hier wieder im Minental unterwegs. Wir hatten in der letzten Folge jetzt endlich mal den Eisdrachen geschafft zu besiegen. Und wir wollen jetzt nochmal Urshak besuchen, der hier irgendwo... Ist das Biff? Hey, du! Biff wieder mitnehmen? Komm mit! Der hat ja hier nur gewartet. Okay. Ich hatte gedacht gehabt, ich müsste mit ihm wieder zurück zu Dingens. Zum Pass vom Minental gehen, um ihn wieder abzuholen. Aber nee, dann ist er hier. Dann können wir ja direkt los und den Drachen suchen. Es hieß ja, der ist bei Lesters alter Hütte. Also zumindest da hinterm Vulkan irgendwo. Also der Drache, nicht Urshak. Urshak müsste da oben sein, wo wir Hoshpak getötet haben. So. Ich hoffe, Biff lässt... Kann ich ihm sagen, er soll hier... Ich gehe erstmal ganz normal dahin. Ach, nö. Mittlere Ork-Axt. Ich habe das Gefühl, dass das... Moment mal. Hast du nicht gesagt, die Hälfte deiner Beute gehört mir? Her damit! Ja, hier ist dein Anteil. Hier ist dein Anteil. Alles klar. Lass uns weitergehen. Krotak! Ich erfahre, du dabei als Hoshpak getötet. Du begehen große Fehler, Fremder. Was? Ich sehe, du hast ja seinen Platz eingenommen. Du hast mir nur was vorgemacht. Deine Stellung bei deinem Volk ist höher, als du zugeben wolltest. Du bist jetzt auch nichts anderes mehr als ein Werkzeug des Bösen. Fremde haben recht. Urshak nur noch erfüllt von Hass und Rache. Urshak erkennen großen Fehler zu vertrauen bösen Menschen. Zu nennen Freund und helfen nicht zu werden getötet, Urshak zutiefst bedauern. Fremde endlich verlassen Tal und gehen über Pass. Urshak Fremde nicht können töten jetzt. Ehre der Schamanen Urshak befehlen so zu handeln. Bei nächster Begegnung wir Feinde sein werden. Du besser jetzt gehen. Okay, ich gehe da mal lieber. Ich will Urshak nicht töten. Ich mag ihn. Ich mag ihn eigentlich. Okay, egal, dann... Mir fällt gerade nichts ein, was ich sagen könnte. So, schafft das hier rüber? Macht denselben Mist wie ich, okay. So, hier müssen wir jetzt hoch. Ist Gorn eigentlich noch da oben? Keine Ahnung, wie ich das hingekriegt habe. Okay, Biff hat bessere Wegfindung als Gorn auf jeden Fall. So, aber immerhin, Auge Innos ist aufgeladen und wir haben Urshak nicht getötet. Was ich auch gerne vermeiden würde, Urshak zu töten. Aber ich habe jetzt mittlerweile das Gefühl, so wie er jetzt drauf ist, wir kommen da nicht drüber hinweg. Früher oder später werden wir ihn wahrscheinlich töten müssen. Da er ansonsten uns tötet.
Und ich habe die Befürchtung, dass das mit einer Quest zu tun hat. Sind wir hier richtig eigentlich? Ja, das ist der richtige Weg. Biff ist noch da. So, da haben wir die Festung. Und hier muss irgendwo der Drache sein. Okay, Biff kommt mit. Er schafft das. Okay. So. Okay, der hat es auch wieder geschafft. Ich habe immer die Sorge, dass die bei diesen Ecken immer irgendwie nicht hochkommen. Ziemlich brenzliche Gegend hier. Geh du vor, ich halte mich im Hintergrund. Jetzt ernsthaft? Da ist noch eine Harpyie. Okay, ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Und hier gab es mal eine Leiter irgendwo. Bergkristall. Okay, muss ich hier wahrscheinlich alleine hin? Ich benutze mal lieber eine Fackel. Vielleicht finde ich hier noch irgendwie was? Vielleicht gibt es hier einen Geheimgang. Versteckt irgendwo. Belia-Statue. Bett. Alchemietisch. Hier vielleicht noch irgendwie was? Wo muss ich suchen? Gibt es hier irgendwo einen Weg? Vielleicht außenrum irgendwie? Ah! Natürlich. Alter, warum so laut? Da ist nichts zu holen. Okay, die Fackel kann ich wieder wegstecken. Belegnagel. Goldener Ring. Okay. Funktioniert. Ach, hier geht's hoch.
So, Echsenschwert, Echsenschwert, Echsenschwert. Alter, mit einem Schlag ist er tot. Da ist nichts zu holen. Also, okay, zwei Schläge muss ich ja machen, aber der eine hatte nicht getroffen. Ah, wieder Heiltränke, perfekt. Okay, es kann sein, dass hier gleich noch mehr Gegner sind. Und ich weiß, draußen auf der Terrasse stand noch ein Heiltrank. Genauso wie hier. Oder nicht unbedingt Heiltrank, aber ein Trank auf jeden Fall. Den hole ich ja gleich noch ab. So, du bitte herkommen. Müssen diese mal so laut sein? Tut denn echt in den Ohren weh? Ich glaube aber, den Drachen müssen wir wirklich alleine machen. Hatten wir die Truhe schon? So, jetzt holen wir den Trank hier. Und das nächste Biest. Ah, nice. Wieder ein Levelaufstieg. 11 Lernpunkte. Wir könnten das in 2 Hände nochmal investieren. Ich würde lieber doch jetzt nochmal in 2 Hände machen. Hier hinter noch was? Nope, hier hinter haben wir nichts. Ich glaube, ich habe den Drachen gefunden. So, Echsenschwert. Und Trank. Aber echt, ich habe. Wie lange habe ich jetzt gebraucht, um den irgendwie zu wissen, dass der hier ist, toter Drachenjäger? Dass der existiert? Ich speichere noch einmal. Und fülle mein Leben auch nochmal auf. Hier nochmal Buddlerfleisch und. Buddlerfleisch? Zwei verschiedene Buddlerfleischarten? Oder wie jetzt? Hellwurzel. Nochmal speichern. Und rein da. Ja, wir haben ihn gefunden. Um ihn herum sind aber keine Drachen. Keine Ex-Menschen. So, wer ist denn das? Was ist das für ein Drache? Petrakan. Noch so ein vermessener Wicht, der sich auf meinen Felsen traut. Ihr kleinen Menschen, so mutig, doch so zerbrechlich. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und dich an die Ratten verfüttern. Nicht so schnell. Ich trage das Auge Innos bei mir. Du wirst mir gehorchen und mir meine Fragen beantworten. Stell deine Fragen. Wer bist du? Wer bist du? Ich heiße Petrakan und ich werde dir ganz langsam das Fell abziehen, wenn ich dich zu fassen kriege.
Okay. Wer von euch Drachen ist der Stärkste? Unsere Macht beziehen wir aus den Elementen dieser Welt. Ihre Hierarchie ist klar und einfach. Aus weicher Erde geformtes Land spendet Leben für alle Kreaturen unter der Sonne. Doch verschlingt es dich mit Haut und Haaren, wenn man ihm zu nahe kommt. Mit Stolz erhebt sich der Fels, der lieber bricht, als jemals nachzugeben, und begräbt so die Unachtsamen unter sich. Und doch bietet er den besten Schutz vor den Gezeiten. Der Funke des Lebens lebt in den tiefen Feuern dieser Erde, und doch verbrennt das Feuer alles in einem Atemzug und hinterlässt nicht mehr als Asche. Alle unsere Elemente erhalten und zerstören. Nur im zu harten Guss erstarrten Wasser wird alles zur ewig verweilenden Salzsäule, wo kaum Leben möglich ist. Wie kann ich euren Meister finden? Er hat seinen Hort im festen Fels der heiligen Hallen von Irdorat errichtet und wartet dort auf die Erfüllung seines Schicksals. Irdorat. Auf dass er dieser Welt die Ordnung zurückgebe, die sie verdient, verweilt er dort in tiefer Meditation und... Verschone mich mit den Einzelheiten. Sag mir lieber, wo ich diese heiligen Hallen von Irdorat finde. Du enttäuscht mich, kleiner Mann. Hast du doch allen Gefahren getrotzt, fast alle von uns bezwungen und scheiterst nun an deinem Unvermögen, das obere Wissen anzuwenden. Obere Wissen? Wenn dir Irdorat kein Begriff ist, dann solltest du besser zu deinen Magiern gehen und sie bitten, dich um ihre weltlichen Belange kümmern zu dürfen. Denn ganz offensichtlich bist du noch nicht bereit für die hohe Bürde ihres oberen Wissens. Ende. Genug der Worte. Deine kurzweilige Macht ist dahin. Das Auge ist kraftlos. Jetzt wirst du sterben. So. Nein, der füllt auch da. Oh nein. Ach komm! Nein! Ah, verdammt. Das hätte so gut werden können. Ich speichere vielleicht einmal hier. Die Gespräche können wir nochmal überspringen. Die Hallen von Irdorat, da müssen wir hin. Okay. Petra Khan. So, alles überspringen. Auf. So. Ja, warte, da war es doch fast, Nein, komm! Willst du mich verarschen gerade, Drache? Der will mich doch verarschen hier jetzt gerade. Alles wieder voll bei dir. Dann muss ich vielleicht doch das hier anhaben. Also Auge Innos.
Habe ich vielleicht damit einen größeren Vorteil? Jetzt. Der will mich echt verarschen. Also Auge Innos umzurüsten bringt auch nicht viel. Das ist das Problem mit seinem scheiß Feuer hier, das der speit. Und mit dem Glücksschaden. Alter! Will mich doch echt verarschen hier gerade. Nicht. Und dir. Da warst du gerade fast. Der letzte Schlag. Ja. Wir haben ihn. Wir haben es geschafft. Dann muss es hier vielleicht auch nochmal ein Drachenei geben. Goldener Dings, Wolfszahn, Lederbeutel, Lederbeutel, Steintafel. So, was können wir hier noch alles looten? Noch eine Steintafel. Wie viele Steintafeln hat der hier? Da sieht aus, als würde noch ein Schwert rumliegen. Ist aber kein Schwert rum. Das war's? Den haben wir auch erledigt. So, die Steintafeln. Was sind das für Steintafeln? So, hier. Des Geschicks. Und des Bogenschützen. Ich hätte gerne Armbrust. Ich will keinen Bogenschütze. So, dann haben wir noch ein Herd eines Felddrachen. Felsdrachen. Ah, der war Fels. Okay. Was ist das? Sextant. 9 Fiolen Drachenblut haben wir. Okay, das... Gut, dann würde ich mal vielleicht zur Burg mich teleportieren. Ne, warte mal. Kann sein, dass hier vielleicht noch mehr Echsenmenschen wieder sind, so wie bei den Eisdrachenforchen, dass da neu gespawnt sind. Wir haben jetzt... Haben wir hier etwas Neues? Der Meister der Drachen. Der Meister der Drachen soll seinen Hort im festen Fels der Heiligen Hallen von Irdorath errichtet haben. Hm, das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das schon einmal gelesen? Drachenjäger? Drachenjagd? Gespähr der Palin. Ja, okay. Ich gehe mal den normalen Weg hier runter, weil ich glaube, hier könnten vielleicht noch ein paar Gegner wieder neu gespawnt sein. Das sind Erfahrungspunkte. Heilwurzel. Den habe ich übersehen. So, wahrscheinlich ist Cypher auch hier. Cypher sei schon. Biff auch noch. Die irgendwo in der Nähe. Gehe ich mal von aus, dass er hier irgendwo ist. Schild.
Wo chillt er denn? Da chillt er, okay. Ihm war es da oben zu heikel? Wegen dem Drachen oder wie? Biff. Das wäre geschafft, alle Drachen sind tot? Das wäre geschafft, alle Drachen sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Ich denke schon. Schade, ich war gerade so schön in Fahrt. Wo hast du dir bitte geholfen? Ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Ich denke, ab hier beenden wir unsere Zusammenarbeit. Wie du meinst. Ich kann mir auch was Besseres vorstellen. Mach's gut. Wenn das der letzte Drache... Ja, wenn das der letzte Drache war... Warte mal. Wenn das der letzte Drache war... Und wir nur eine mittlere Drachenjägerrüstung haben... Gibt's eine schwere überhaupt? Gibt's überhaupt eine schwere Drachenjägerrüstung? Ich frage mir das wirklich. Okay, hier gibt's keine neuen Gegners. Nein, nicht zum Kloster, zur Burg. Porten wir uns dann da einfach mal hin. Dann rede ich mit Garund einmal. Der wird sich freuen, zu erfahren, dass die Drachen tot sind. Er hat auf die falschen Leute gehört. So, Garund. Wegen der Drachen. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte. Der Drache in der Felsenfestung im Süden ist tot. Das sind gute Neuigkeiten. Hier, ich gebe dir etwas Geld für deine Ausrüstung. Alle Drachen sind tot. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Draußen sind keine Orks mehr. Ah, das passt wohl. Horik? Irgendwelche Neuigkeiten? Irgendwelche Neuigkeiten? Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Okay. Passt wohl? Und sonst? Und sonst? Ach, lass mich in Ruhe. Okay, von ihm gibt's nichts Neues. Was sagen die Drachenjäger hier? Stimmt, mit Gorn müssen wir auch nochmal reden und sagen, hier, die Drachen sind tot. Alle, weg, hinüber. Mit Cypher auch. So, Ritter, Wache. Mit wem kann ich reden? Waffenknecht, Waffenknecht. So einiges gehört. Ritter. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ritter. Hier, Ferros, hey, Familienbeschützer. Alle Drachen sind tot. Alle Drachen sind tot. Gut gemacht. Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Das hätte er wirklich nicht verdient. Jan? Von mir erfährt keiner was. Auch nichts Neues. Rekon? Hey. Ich hab was anderes gehört. Den möchte ich nicht reden. Tandor? Hast du Neuigkeiten? Hast du Neuigkeiten? Dass ihr Drachenjäger hierher gekommen seid, ist das Einzige, was in letzter Zeit passiert ist. Ritter? Ritter? Oder? Hey! Die Orks sind sehr beunruhigt. Irgendetwas hat ihnen einen Mordschrecken eingejagt, das spüre ich. Sind da wieder Orks unten?
So. Okay, hier, also, wir können jetzt noch einmal die ganzen Leute abklappern, die noch leben, von den Drachenjägern. Und dann wieder zurück nach Corinnes gehen, würde ich sagen. Würde Sinn machen, oder? Bescheid sagen, hier, die Drachen sind tot. Komm, hier sind doch wieder welche. Oder hatte ich die übersehen gehabt? Das war jetzt ein bisschen unschlau gewesen. Das ist alles andere als schlau gerade. Org-Elite? Lauf! Okay, doch überstanden. Nochmal speichern, das haben wir überlebt. Hatte ich die übersehen gehabt oder kamen die jetzt neu hinzu, weil wir das geschafft haben jetzt? Auf jeden Fall mit jedem einmal gequatscht haben, um zu berichten, dass die Drachen tot sind. Nur mit Urshak, das tut mir jetzt leid, wirklich wegen, dass er jetzt unser Feind ist. Der war eigentlich ein guter, ich mochte ihn. Wenn es geht, wenn es möglich ist, will ich schauen, dass wir Urshak am Leben lassen. Weil ich ihn mag. Ich will ihm nicht als Feind gegenüberstehen. So, die chillen noch da unten. Dann sage ich denen Bescheid. So. So, Cypher. Der Sumpfdrache ist tot? Der Sumpfdrache ist tot. Was passiert jetzt mit dir? Keine Ahnung. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Immerhin, ich fand. Kann ich. Rod? Da ist auch nichts Neues. Okay. Kann ich denen Bescheid sagen? So, Markus? Wie ist die Lage? Ich danke dir für die Unterstützung. Inos wird uns die Kraft geben, durchzuhalten. Ja, gut. Okay, dann würde ich sagen, ich lege mich jetzt nochmal schlafen. So. Bis zum nächsten Morgen. Und dann würde ich in der nächsten Folge weitermachen. Dann suchen wir nochmal Bulke und so auf. Und Gorn auf jeden Fall. Gorn ist wichtig, dass wir dem Bescheid sagen hier, das war's mit den Drachen, ist vorbei. Ja. Und das, ich würde eigentlich wirklich lieber zuerst Gorn gehen. Das führt zum Sumpfdrachen. Da wollen wir nicht hin. Komm, wir chillen uns hier hin, gucken hier rüber.
So, beenden dann mit diesem Blick die Folge und reden nochmal mit allen. Ganz besonders auch noch Hegorn in der nächsten Folge, solange wir im Minental sind. Und machen uns in der nächsten Folge auch wieder auf den Weg nach Corinnes zurück. Und sehen zu, dass wir das, irgendwie mal weiterkommen. Ich glaube, damit haben wir dann auch Kapitel 4 auch beendet. Sobald wir dann mit Xardas und so gesprochen haben. Und Laras. Ich glaube, warte mal. Wir müssen Heil von Irdorath. Ich glaube, dafür müssen wir zum Kloster. Dass wir da dann weiterkommen. Aber egal, das finden wir in der nächsten Folge heraus. Dann dafür vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.